hab das Gefühl, gefällt ihn auch besser als der andere Schluss. Ne? Ja, aber es ist ein Glück, dass ich auf meine Olle gehört habe. Ja, aber eigentlich ist es klar, und damit kommen wir zu den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Frauen haben ja das wesentlich höher entwickelte Sprachvermögen. Ja, bei Frauen ist es ja wie im Chinesischen, wo ja, wie Sie sicher wissen, jedes Zeichen, je nachdem, wie man es betont, eine andere Bedeutung hat. Nicht so ist das bei meiner Frau auch. Je nachdem, wie sie meinen Namen artikuliert, will sie mir eine andere Information. Übermitteln. Ich mache am besten mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Ja, ja! Bedeutet Zeit zum Aufstehen, mein kleiner Wuschelbär. Oder? Ja, da sitzt du denn immer noch auf dem Klo und spielst Gameboy. Oder Jürgen, du willst doch sicherlich nicht noch ein Brötchen essen. Oder, das ist auch recht häufig. Jürgen. Das bedeutet, ich sehe was, was du nicht siehst. Und es kostet 400 Euro. Ja. Bei Männern ist es viel schlichter. Nicht? Männer sagen, Schatz! Und das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder schläfst du schon. Oder kannst du mir noch ein Bier mitbringen? Manchmal auch beides gleichzeitig. Eigentlich meistens. Frauen haben auch die viel größere sinnliche Kreativität. Oder kreative Sinnlichkeit, wie immer sie wollen. Wenn Sie zu einer Frau sagen, schildere doch mal eine erotische Fantasie. Ja, da geht aber die Post ab. Nee, da wird die Frau Dinge sagen wie... Möchten Sie es noch mal sehen? Okay. Ich sehe meinen Partner und mich auf einer Kaschmirdecke am Ufer eines murmelnden Bächleins. Insekten summen, Vögel singen, über uns der blaue Himmel, vielleicht ein paar Zirruswolken, wie hingetupft. Eine warme Brise umschmeichelt unsere bloßen Körper. In einem Picknickkorb Champagner, Hummer, Austern, Scampi, Jakobsmuscheln, Flusskrebse, Nordseekrabben. Wir bedecken uns mit diesen eiweißreichen Meeresfrüchten. Und dann pflücken wir uns den Fisch vom Leib. Wow! So, jetzt fragen Sie mal einen Mann. Fragen Sie mal einen Mann, schildere mal eine erotische Fantasie. Hä? Sie sollen nicht immer vorsagen hier. Du sollst mal eine erotische Fantasie schildern. Ja, wie jetzt? Ja, hier, poppen bis Qualm kommt. Ich glaube, auf diesem Gebiet wird das sprachliche Defizit des Mannes besonders deutlich. Nicht? Im Rheinland ist es nicht... Was war da?
Was haben Sie gesagt? Allerdings. Ja, das ist natürlich ein sensationeller Kommentar. Also im Rheinland, erzählte mir eine Kollegin, ist überliefert, eine männliche Äußerung, die wohl statt des Vorspiels fiel. Schatz, mach dich schon mal fruchtig, ich muss noch mal kacken. Ja. Rau, aber herzlich. Ne? War sicher nicht böse gemeint. Der Mann hat einfach andere Prioritäten gesetzt, nicht? Das ist, man muss es einfach so sagen, sehr, sehr viele Männer sind am Drum und Dran nicht sonderlich interessiert. Sie interessiert nur die Frage, kriege ich die Tusse jetzt im Bett oder nicht? Darüber denken sie bis zu 80% ihrer Zeit nach. Also die Jüngeren, nicht wir Älteren in den Konditoreien. Jetzt könnte man meinen, wenn Sie schon so intensiv darüber nachdenken, dass Sie auf sehr, sehr raffinierte Verführungsstrategien verfallen. Ja, ja. Sind Dinge wie vom Baugerüst pfeifen. Oder an der Ampel hupen. Was geht in diesen kleinen Köpfchen vor? Glaubt der Bauarbeiter wirklich, dass auf seinen Pfiff hin die Frau das Gerüst erklettert, um ihm dort oben zu willen zu sein? Oder nimmt der Huper ernsthaft an, die Frau wird sich das nächste Taxi winken, hineinhechten und sagen, folgen Sie dem tiefer gelegten Manta. Wissen Sie eigentlich, warum die Amerikaner damals zum Mond geflogen sind? Die wollten gucken, ob da Frauen sind. Ja, deswegen hatten sie doch das kleine Mondfahrzeug mit. Wenn Frauen da gewesen wären, hätten sie hupen können. Ja, haben sie festgestellt, keine da, sind sie auch nie mehr hingeflogen. Natürlich können Frauen ihre sprachliche Überlegenheit auch missbrauchen. Peter, das ist Jürgen. Jürgen, das war's. Ich möchte noch einige äußere Unterschiede mit Ihnen durchsprechen. Lassen Sie mich wahllos einen Körperteil herausgreifen. Vielleicht die Brust. Die männliche, die weibliche Brust, sehr, sehr schön. Und es kommt ein Getränk raus. Wussten Sie nicht? Wenn ich nicht in Konditoreien gehe. Dann gehe ich schon mal ganz gern in Kneipen mit vorwiegend alternativem Publikum, weil da ja meist sehr freizügig gestillt wird. Ich meine, man weiß ja oft nicht, wohin man zuerst gucken soll. Man wünscht sich ja einen Drehstuhl. Oh, oh. Also, die weibliche Brust hat eine ästhetische Qualität, eine gastronomische Qualität und sie ist eine erogene Zone. All das trifft auf die männliche Brust nicht zu. Männliche Brust nicht schön, kommt nichts raus. Und sie ist keine erogene Zone. Es hält sich ja bei vielen Frauen hartnäckig das Gerücht, dass auch der Mann es angeblich schön findet, wenn man an seinen Nippeln herumfummelt. Nein! Ich finde es nicht schön und auch niemand, den ich kenne. Finden Sie es schön? Nein. Sie? Was war das denn jetzt? War das ja oder nein? Bitte? Wer dran spielt? Okay. Hm? Nicht. Nicht. Sie? Ja. Gut, also jetzt mal
von ihm abgesehen. Aber es sind eben, ich erlebe Abend für Abend, wenn ich das frage, erlebe ich Dramen. Nicht? Also gestern habe ich gefragt, der Mann sagt nein, die Frau. Da kann man sich ja schon ausmalen, was da zu Hause dann los ist. Nicht? Ja, und ich meine, ich bereite meine Veranstaltungen ja in oft stundenlangen Gesprächen nach. Und da tun sich ja Abgründe aus. Es ist ja nicht so, dass die Frauen sich damit begnügen, die Dinger lang zu ziehen und in alle Himmelsrichtungen zu verdrehen. Nein, da kommen ja Haushaltsgeräte zum Einsatz. Ja, Wäscheklammer aus Metall, damit man sie erhitzen kann. Ne? Eine Frau hat ganz stolz erzählt, sie hat jetzt bei eBay ersteigert so ein olles Bundeswehrtelefon, nicht? Mit der Kurbel, wo man Strom mit erzeugen kann. Wenn sie dann die Litze abisolieren, furchtbar. Furchtbar. Unlängst brach ein Mann weinend in meinen Armen zusammen und erzählte, er ist so verzweifelt, er hat jetzt das Marathonlaufen angefangen, nur damit er sich die Nippel abkleben kann. Läuft jetzt jeden Tag einen Marathon. Ist schon 15.000 Kilometer weit weg. Na gut, lassen Sie mich zum Höhepunkt kommen. Die Frau sieht beim Orgasmus unglaublich schön aus. Egal, ob sie einen hat oder nicht. Der Mann. Was hat Gott sich dabei nur wieder gedacht? Dass er uns im schönsten und intimsten Moment, den das Leben für uns bereithält, aussehen lässt wie einen Volltrottel. Und das Schlimmste ist ja diese Diskrepanz zwischen subjektiver Eigenwahrnehmung und der bitteren Realität. Denn ich meine, wir fühlen uns doch wie ein Komet, kurz bevor er auf die Erde einschlägt. Aber wir sehen dabei aus wie ein Gewichtheber mit Verstopfung. Und wir klingen dabei wie ein Eisbär mit Asthma. Oh! 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 Und dann gibt es noch Leute, die haben Spiegel an der Decke. Wahrscheinlich katholische Masochisten, die sich doppelt schuldig fühlen wollen. Ja, Männer, das tut mir jetzt leid. Kann natürlich passieren, dass heute Abend dann nicht mehr so viel passiert. Ist mal wieder Zeit für ein gutes Buch, ne? Hier. Harry Potter 5. Ne? Und Sie, meine Damen, Sie tun mir bitte den Gefallen und necken Ihre Partner jetzt nicht wochenlang mit dem, was Sie eben gelernt haben. Ne? Dass Sie immer so Sachen sagen wie, was sind wir heute wieder den Eisbär? Es ist nicht hilfreich. Ne? Besonders bei älteren Partnern. Mhm.